So, hallihallo liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit für Company of Heroes mit mir, dem Manu. Wir waren stehen geblieben bei der Mission Saint-Fromont, also das ist jetzt die nächste. Die habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon viermal versucht aufzunehmen und viermal bin ich unglaublich gescheitert, weswegen ich jetzt von meinem eigentlichen Plan abweiche, den Schwierigkeitsgrad von schwer auf normal umstelle, weil ich habe definitiv kein Interesse, dass dieses Let's Play ewig dauert, nur weil ich unfähig bin, die Missionen zu machen. Ihr könnt natürlich gerne sagen, ich bin Noob, ich kann das Spiel nicht, ist für mich absolut kein Problem, aber an der Stelle möchte ich einfach umschalten auf normal, weil das ist für mich ansonsten zu aufwendig und da habe ich nicht die Zeit und auch nicht die Energie, um das so dann durchzuspielen. So, dann fangen wir doch einfach mal mit der Mission an. Ich hoffe, man kann die Videos dann recht gut wieder hören. Ich habe noch nicht so ganz hinbekommen, das so einzustellen, dass es passt. Der Ton von dem Spiel ist einfach während der Videos unglaublich leise und während dem Spiel selber ziemlich laut. Deswegen, mir war es jetzt am wichtigsten, dass man mich hört und nicht den Spielsound so sehr, dass man mich nicht mehr versteht. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus und ab in die Mission. Es war erschreckend zu sehen, wie fortgeschritten die Kriegsmaschinerie der Deutschen war. Und obwohl unsere Leute ziemlich clever waren, wir hatten nichts Vergleichbares. Nachdem Cherbourg nun gesichert ist, hat uns das alliierte Oberkommando unser nächstes Einsatzziel zugewiesen. Wir sollen zur Kreuzung der Ortschaft Saint-Lô. Die einzige Stelle, an der wir den Fluss Vire überqueren können, liegt hier. Unglücklicherweise liegen der Aufklärung so gut wie keine Informationen über dieses Gebiet vor. Die Able-Kompanie wird nach Einbruch der Dämmerung dorthin vorstoßen. So, dann gucken wir doch direkt mal, was uns erwartet. Also ich weiß es natürlich schon, ich möchte das allerdings nicht zu arg voraus erzählen, deswegen halte ich dann einfach mal die Klappe in der Hinsicht. Saint-Fromont ist auf jeden Fall eine der Missionen, die doch ein bisschen was fortgeschrittener ist. Jetzt gucken wir uns doch direkt mal das Intro-Video an, und zwar genau jetzt. Die 38. Grenadierdivision hat die Brücke gesprengt, die nach Saint-Fromont führt. Ohne sie können wir nicht vorstoßen. Es ist die Aufgabe der Able Company, Pioniere dorthin zu bringen und die Brücke zu reparieren. Sobald die Brücke wieder steht, muss sie beschützt werden. Das bedeutet, dass wir die 38. aus Saint-Fromont zurückdrängen müssen. Sollte es uns gelingen, die Ortschaft zu flankieren, dann könnten wir versuchen, die Crowds in diesem Bereich festzusetzen. Danach wäre es dann ein leichtes, den Platz zu sichern und diese strategisch wichtige Marke einzunehmen. Ja, diese ein leichtes, ja. Die Brücke von Saint-Fromont ist unpassierbar. Sofort mit Reparaturen beginnen. Bin ich auch immer so unglaublich oft gescheitert, weil es so unglaublich leicht ist. So, wir haben jetzt einen neuen Panzer, und zwar den Sherman Calliope. Das ist ein Traum, mit diesem Panzer zu spielen. Ihr werdet gleich sehen, warum und was der so kann. Werde ich gleich erklären. Wir spielen dieses Mal auf Seiten der Airborne Company. Wir können leider nicht auswählen, deswegen wir wurden jetzt der Airborne Company zugeteilt. Das ist der Grund, warum ich hauptsächlich Fallschirmjäger bauen werde in der Mission und nicht wirklich auf Panzer umsteige. Vielleicht werde ich ein oder zwei Panzer bauen, aber nicht mehr. Mein Rückgrat sollen auf jeden Fall die Ranger sein, die Airborne Ranger. So, wir bauen jetzt zuallererst mal ein Nachschublager. Das Nachschublager brauchen wir aus zweierlei Gründen. Zum einen, wie ich vielleicht schon in den vorigen Folgen erklärt habe, um die Fahrbereitschaft und das Panzerdepot freizuschalten.
Und zum anderen bietet das Nachschublager die Möglichkeit, wenn es steht, kann ich euch das erklären. Zunächst zeige ich euch mal den Calliope. Der ist richtig cool. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon, warum man auf einem Panzer so ein paar Abflussrohre drauf montiert hat. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar sind das nämlich 3, 2, 1 Raketenwerfer. Sehr schön. So, ich habe jetzt schon so ein bisschen gewusst, dass hier ein MG-Trupp drin sitzt. Hier sitzt auch noch einer und hier steht eine Flak. Deswegen werde ich das jetzt nach und nach immer wieder bombardieren. Es dauert jetzt noch 70 Sekunden, bis der Calliope wieder aufgeladen ist. Und dann halten wir wieder drauf. So, zum Nachschublager. Hier kann man folgende beiden Sachen bauen. Produktionsstufe 1 und Produktionsstufe 2. Das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich mich unglaublich gefreut, weil da nämlich steht, verringern Sie die Unterhaltskosten für Ihre Einheiten um 25%. Ich bin davon ausgegangen, dass Unterhaltskosten bedeutet, das Bevölkerungslimit für Einheiten wird gesenkt. Also beziehungsweise Einheiten verbrauchen weniger Bevölkerungspunkte. Dem ist nicht so. Je mehr Einheiten man hat, desto langsamer steigt hier diese Arbeitskraftzufuhr. Also jetzt haben wir gerade im Moment 273. Wenn ich mehr Einheiten bauen würde, würde diese Zahl sinken. Das heißt, wir würden pro Minute weniger Arbeitskraftzufuhr haben. Da diese Einheiten, die man gebaut hat, Unterhalt kosten. Und zwar Unterhalt an Arbeitskraft. Die Amerikaner haben hier durch die Produktionsstufe 1 und Produktionsstufe 2 insgesamt dann 25 plus nochmal 25% weniger Unterhaltskosten. Das heißt, die kommen dann trotz vieler Truppen auf eine relativ hohe Zahl an Arbeitskraftzufuhr. Was an sich eigentlich ein ganz nettes Feature ist. Also wenn man auf Seiten der Amerikaner spielt, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, das schnellstmöglich zu erforschen. Weil man dadurch halt einfach einen gigantischen Vorteil kriegt. Da kann man eine riesen Armee dastehen haben und büßt nicht sonderlich viel an Malus ein. So, der eine MG-Trupp hier in dem kleinen Häuschen ist jetzt Schnitzel. Jetzt folgt dann noch die Flak hier und hier haben wir noch irgendwo einen MG-Trupp, den müssen wir auch noch ausschalten. Ich möchte jetzt schauen, dass ich mit den Punkten, also mit diesen Erfahrungspunkten so weit komme, dass ich zumindest schon mal die Fallschirmjäger auf freischalten kann und das kann man am einfachsten bewerkstelligen, indem man entweder hier beim Calliope doof in der Gegend rumfeuert, was super Spaß macht meiner Meinung nach, oder aber indem man natürlich Gebäude baut. Wir bauen jetzt erstmal ein Panzerdepot, weil wie ich schon gesagt habe, so ein oder zwei Panzer sind schon nicht schlecht. Ja, wenn dem nur so wäre. Und den Rest kriegen wir einfach dadurch rein, dass wir hier mit dem Calliope draufholzen und hoffen, dass wir irgendwas treffen. So, diesen Marktplatz hier in der Mitte, den man hier sieht, muss man einnehmen und halten in dieser Mission. Das ist Teil 1 der Mission oder halt die Primärmission. Soweit ich noch aus den alten Versuchen weiß, jetzt von vor einer Woche, war das eine halbe Stunde. Kann sein, dass es durch den normalen Schwierigkeitsgrad etwas weniger ist, also beispielsweise dann halt nur noch 20 Minuten, aber im Normalfall ist das eine sehr, sehr lange Zeit und man wird dann auch gleich sehen, warum das eine lange Zeit ist, weil da man bekommt da eigentlich von allen Seiten auf die Nase, um keine nicht erlaubten Wörter zu sagen. So. Hier kommt mal dahin. Dann würde ich gern mit den Infanteristen hier diesen Munitionspunkt einnehmen. Das ging gerade vorher nicht, weil hier ein MG-Trupp drin sitzt, der die dann sofort unter Feuer nimmt. Ist ein bisschen nervig, aber jetzt schalten wir erstmal die Flak aus, damit die uns nicht noch nervt. Ja, schon mal ein Mann weniger. Und puff, komm. Ja, Gott sei Dank. Das ist sehr hilfreich, weil jetzt die Infanteristen hier nicht mehr sonderlich Gefahr laufen, erwischt zu werden. Hört auf zu jammern und macht euch marschbereit. So, was wollte ich noch?
Ich glaube, ich möchte eigentlich fast noch Scharfschützen haben. Möchte ich Scharfschützen haben? Ja, ist egal. Wir bauen erstmal das Sanitätszentrum. Das brauchen wir auf jeden Fall. Genau, damit die Verletzten behandelt werden können, wie der Typ hier gerade so nett sagt. Als nächstes möchte ich das M1A1C 76mm Geschütz für unsere Shermans erforschen, weil dadurch einfach die Schlagkraft gegen Panzer erhöht wird. Gegen Infanterie jetzt nicht wirklich, da wird sie glaube ich schlechter, aber die Deutschen sind sehr gut, was Panzer angeht, deswegen müssen wir schauen, dass wir mit denen mithalten können. So, und ich habe gerade noch 55 Treibstoffpunkte übrig, das heißt, ich hole mir direkt die Produktionsstufe 1, auch wenn sie gerade im Moment noch nicht so sinnvoll ist, weil ich noch nicht so viele Truppen habe. Ach ja, man sieht es jetzt, vorher hatte ich ein bisschen was über 270 Arbeitskraftzufuhr, jetzt habe ich nur noch 265, dadurch, dass ich einen Trupp Pioniere gebaut habe. Also es haut schon rein. Ein kleiner, popliger Dreimann-Trupp mit Schraubendrehern zieht direkt mal so eine Bazillion Punkte ab. So. Und man sieht dann gleich, auch sobald diese Produktionsstufe 1 fertig ist, schnellt das wieder leicht nach oben. So, jetzt ist es wieder auf 268, weil wir hier den Punkt eingenommen haben. Ich möchte das jetzt noch kurz beobachten. Also sobald das fertig ist, sollte sich die Zahl von 268, wie sie jetzt ist gerade, steigern auf Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß gerade nicht, wie viel. Ich habe nämlich keinen Bock auf Kopfrechnen gerade. So, Punkt. Zwei Punkte mehr. Klasse. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Aber auf jeden Fall später, wenn man mehr Einheiten hat, lohnt sich das unglaublich. Und man sollte das unglaublich, unglaublich dringend haben. Vor allem, wenn man sowas wie Fallschirmjäger einsetzt, weil diese Fallschirmjäger ja hauptsächlich Arbeitskraft fressen. Wenn dann mal die Armee platt ist, muss man nicht lange warten, bis die Arbeitskraft wieder voll ist oder wieder so weit ist, dass man sich eine neue Armee pumpen kann. So, noch 16 Sekunden, dann holzen wir hier mal in den Marktplatz rein, um einfach mal so ein paar Deutsche aufzuschrecken und mal so ein bisschen zu piesacken, mal gucken, was da aus den Ritzen kriecht auf dem Marktplatz. Würde mich jetzt einfach mal interessieren. So wie es kommt, so wie es klingt, kommen gerade die Nachbarn heim mit ihren Kindern. So, 3, 2, 1, mal 1. Jetzt knallen wahrscheinlich die meisten Raketen erstmal hier in die Häuser rein. Oh ne, sie schaffen sogar drüber. Und wir haben sogar einen Mann schon ausgeschaltet. Sehr gut. So. Ja, außer dem einen Mann haben wir jetzt leider nicht sonderlich viel erwischt. Aber ist nicht so tragisch. Die Punkte für die falsche Mega kriegen wir auch anders zusammen. Jetzt haben wir gerade genauso viel... Nein, noch nicht ganz. Ich möchte jetzt zwei Shermans auf jeden Fall noch bauen. Und zwar in genau jetzt baue ich mal den ersten davon. Dann, was kann ich sonst noch machen? Was können wir hier noch erforschen? Genau, die M1918 Browning Automatikgewehre, die sind für Infanterietrupps, leider nicht für unsere Fallschirmjäger. Das wäre super. Die Infanterietrupps haben dann allerdings sowas wie ein transportables MG in der Hand. Ist ziemlich hilfreich gegen andere MG, allerdings ist es ein Pfifferling wert gegen Panzer. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll, weil gerade im Moment, das kostet 60 Treibstoff und ich möchte den Treibstoff gerade eher in Sherman-Panzer investieren, weil die dann doch irgendwie ein bisschen mehr aushalten und nicht so plüschig sind wie Infanterie. So, Calliope ist wieder voll und jetzt nieten wir mal das MG-Nest hier aus. Mal gucken, ob wir das treffen. Ob da noch welche sind überhaupt. Oh, bis jetzt mal noch nichts erwischt. Nö. Also entweder die haben sich verzogen, oder aber wir haben sie schon vorher erwischt. Was natürlich super wäre. So. Soll ich das MG? Ja, ich baue das MG schon drauf, weil einfach viel, viel nützlicher gegen Infanterie dann. Weil wir hier vorne haben wir eine Standard-MG vom Panzer, allerdings kann die nur feuern, wenn sie natürlich in die Richtung gedreht ist.
Und dann kriegen wir hier oben noch unseren Schützen oben drauf, der dann in alle möglichen Richtungen feuern kann. Das ist ziemlich hilfreich. Sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Da möchte ich... Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. Da möchte ich eigentlich auch nicht drauf verzichten. So, danke fürs Ausreden lassen. Das wird meine Gruppe 2, die Shermans. Shermans werden Gruppe 2. So, vielleicht wandle ich meine Taktik auch ein bisschen ab, weil dadurch, dass wir jetzt auf normal gestellt haben, kann ich ja vielleicht versuchen, zumindest das sekundäre Missionsziel zu schaffen. Ihr werdet nachher gleich sehen, was es ist. Ich mache es gerne so ein bisschen spannend. Ja, vielleicht schaffe ich dann sogar noch die Mission für die Medaillen. Ja, da bräuchte ich aber schon ein paar mehr Panzer. Da muss ich mal noch gucken, ob ich das hinkriege. Ja, so wie es aussieht, haben wir jetzt wieder ein paar Leute. Okay, die haben wir ordentlich zerlegt. Uns fehlt nicht mehr allzu viel für die Fallschirmjäger. Dann können wir die bauen. Und wir könnten den nächsten Sherman in Auftrag geben. Genau jetzt. So, dankeschön. Diese Defensivnebelwand, die man auch hier im Panzerdepot erforschen kann, habe ich jetzt ehrlich gesagt, habe ich keinen Nahen dran gefressen an dem Zeug. Rein theoretisch soll es dazu führen, dass die gegnerischen Panzer durch den Nebel nicht mehr wirklich ausmachen können, wo unsere Panzer sind, und deswegen häufiger daneben schießen. Rein praktisch, ganz ehrlich, das bringt es auch nicht mehr. Also entweder man verliert die Panzer oder man verliert sie nicht, aber so eine Nebelwand hat bei mir jetzt ehrlich gesagt persönlich noch keinen Unterschied gemacht. Ich meine, gegen menschliche Spieler mag das ein bisschen arg verwirrend sein. Klar, plötzlich so puff, eine Nebelwolke und man sieht keinen Panzer mehr. Kann den vielleicht eventuell sogar nicht mehr anklicken. Da mag das vielleicht hilfreich sein, aber während den Missionen habe ich da jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. So, Gruppe 2, der neue Panzer kriegt auch direkt ein MG auf den Turm. Und dann... Wo könnte noch ein MG sitzen? Ich glaube, ich holz mal in die beiden. Nein. In das Haus hier holz ich mal rein. Mal gucken, was da so drin rumkreucht und fleucht. Na? Na, bis jetzt noch nichts. Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. Ja, so wie es aussieht, müssen wir noch von Hand rüber und das säubern. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Derweil nehme ich mal meine Pioniere, werde die zur Gruppe 3 berufen und werde nämlich mit dieser Gruppe 3, um noch ein paar Punkte zu kriegen, brauche ich wahrscheinlich nicht zwangsläufig, aber einfach aus Hetz an der Gaudi, werde ich hier ein MG-Nest hinbauen, weil ich in den vorherigen Versuchen öfter das Problem hatte, dass ich hier auf dem Marktplatz stand und das schön verteidigt habe und eigentlich alles gut lief, bis dann ein paar Truppen gemeint haben, sie müssten hier durchlatschen, baba, 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 zack, in meine Basis und mir sämtliche Gebäude zerschießen. War ein bisschen arg stressend, deswegen möchte ich da jetzt erstmal ein MG-Nest hin platzieren. Vielleicht hält das die Truppen ein bisschen auf, bis ich meine Verstärkung nachschicken kann und dann in den Bereich hier dann wieder säubern kann. So, das ist abgeschlossen. Dann werde ich meine Gruppe 2 schon mal holen und die hier hinstellen. So, jetzt haben wir auch 2 Punkte voll. Zack, Fallschirmjäger. Davon können wir gleich mal eine Handvoll abwerfen. Na okay, ein bisschen mehr als eine Handvoll. So nämlich 6. Und dann schauen wir mal, dass wir so langsam auf die Brücke kommen und den Shit hier mal eingenommen bekommen. Aber zunächst fahren wir hier mit den Panzern mal ein Stückchen nach vorne, weil vielleicht, ja, habe ich mir doch gedacht. So, wo ist mein Kelly-Hobby? Hier. Feuer frei. Gruppe 3. Ist festgenagelt, stört mich jetzt nicht so. MG ist ausgeschalten, das freut mich.
Dann können wir hier nämlich dann ungestört die Brücke reparieren, ohne dass unsere Pioniere die ganze Zeit belästigt werden. So, der erste Trupp Fallschirmjäger ist da. Der zweite Trupp folgt auf dem Fuße. Die werden sofort ausgestattet mit Panzerabwehrgewehren. Einfach aufgrund dessen, dass die dann um Längen schlagkräftiger werden. Also manchmal verirrt sich dann tatsächlich auch so ein Geschoss von so einem Gerät. M18 57mm Panzerabwehrgewehr auf ein lohnendes Ziel. So, die werden meine Gruppe 1. Eventuell, ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen möchte, könnte ich auch eine komplett andere Taktik verwenden. Die Fallschirmjäger einfach in irgendein Gebäude davon setzen und versuchen, den Dorfplatz so zu halten. Ja, ich habe eigentlich am liebsten immer bewegliche Abwehr. Also was solche Missionen hier angeht, weil ich dann einfach, wenn hier oben was ist, latsche ich dahin, baller das ab, ohne dass die mir hier den Beobachtungsposten wegknallen. Wenn von hier was kommt, latsche ich darüber, knall das ab und so weiter und so fort. Man kann sich vorstellen, wohin das führt. Einleuchtend ist es natürlich dafür, die langsamen Truppen zu nehmen, was in dem Fall die Airborne Ranger wären, und die schnellen Truppen, was in dem Fall meine Shermans wären, dazu zu verwenden, hier im Hinterfeld ein bisschen rumzuplänkeln. Muss ich noch gucken, wie es läuft, und muss ich noch gucken, wie ich es mache. So, jetzt haben wir noch knapp 16 Bevölkerungspunkte, wenn ich richtig gerechnet habe. Jo, 16 Bevölkerungspunkte haben wir noch übrig. Das heißt, wir können noch 2 Airborne Ranger bauen. 2 Airborne Ranger, dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Dann baue ich wohl doch noch ein Waffenforschungszentrum, weil ich dann nämlich die letzten 4 Punkte, die noch übrig sind, darauf verwende, einen Scharfschützen zu bauen. Ich glaube, ein Scharfschütze ist in der Mission gar nicht mal so eine üble Idee. Wenn ich den hier in den Kirchturm reinsetze, kann der die Seite hier gut abdecken, eventuell noch ein bisschen bis hierhin schießen oder so. Und natürlich auch die Seiten hier abdecken. So. Worauf ich schon mal hinweisen möchte, ich werde nachher wahrscheinlich kurz das Video unterbrechen, weil ich auf der Karte immer eine Befestigungsorgie starte sozusagen und überall meine Panzersperren hinklatsche, sodass wirklich nirgendwo mehr irgendwas durchfleuchen kann. Und diesmal werde ich es wahrscheinlich auch hier hinsetzen und hier hin, damit von hier nichts mehr durchschleichen kann, und hier offen lassen und den Rest alles zu, damit die mit ihrem Panzer nur noch von hier aus reinrollen können. Infanterie ist mir egal, da baue ich ein paar MG-Nester hin, dann passt das. So, noch ein Trupp Fallschirmjäger bitte. Die Beintaschen sind verloren gegangen. Wie war das doch wahr? Die haben tatsächlich fast alle ihre Beintaschen verloren, weil es die durch den Luftzug der Propeller abgerissen hat. Nur so als kleine Seiteninfo. Nichts Wichtiges. So, wir könnten jetzt, also, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Button hier habe ich nämlich noch nicht erklärt, entweder die Standardtruppen zu nehmen, also das heißt ein schweres Maschinengewehr, ein Mörsertrupp oder einen Scharfschützen. Oder wir haben jetzt über diesen Button die Möglichkeit, aus vorherigen Missionen bereits beförderte Truppen reinzurufen. Also hier jetzt beispielsweise den Rang 3 Veteran Scharfschütze. Sehr cool, absolut cool. Sind allerdings nur 3 verfügbar und kosten auch um Längen mehr Arbeitskraft. Oder hier den Rang 2 Veteran Mörsertrupp. 2 verfügbar. Ganz ehrlich, Mörser kann ich in der Mission gut drauf verzichten. Ich glaube, ich werde meine Arbeitskraft direkt da rein investieren, einen Scharfschützen der Stufe 3 aufs Schlachtfeld zu rufen, weil die einfach um Längen besser sind. Inwiefern sind die besser? Sie sind einfach treffsicherer. Was schon sehr entscheidend sein kann.
Außerdem, wenn sie getarnt sind, laufen sie genauso schnell, wie wenn sie ungetarnt sind. Ein Rang 1 Scharfschütze bewegt sich da wesentlich langsamer, genauso auch noch Rang 2, soweit ich weiß. Rang 3 läuft quasi so, als wäre überhaupt nicht getarnt. Das ist total nützlich, sorry, manchmal so ein paar Wortfehler. Das ist total nützlich, weil man einfach dadurch schneller irgendwelche Dinge erspähen kann, wenn man den als Aufklärer nimmt. So, also so bewegt er sich jetzt in etwa, wenn er nicht getarnt ist. Jetzt warten wir kurz, bis er stehen bleibt. So, danke. Wir tarnen ihn und laufen. Und er läuft genauso schnell. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Ja, insofern lohnt sich das definitiv ab und an mal, solche Veteranentruppen aufs Schlachtfeld zu rufen. Nicht immer, muss ich dazu sagen. So, jetzt sind wir übrigens mit unserer Arbeitskraftzufuhr auf 203 runter. Ich werde jetzt die Produktionsstufe 2 noch erforschen, wodurch wir dann wahrscheinlich wieder auf 220 oder so kommen werden. Es macht dann doch einen Unterschied, wenn man mehr Truppen hat, wie ich jetzt. Muss ich mal noch kurz gucken, wie viel. Das würde ich gerne noch beobachten, weil es mich selber persönlich interessiert. Also um 25% ist klar, steht ja dran. Aber um wie viele Punkte jetzt genau in dem Fall hier, das interessiert mich dann doch noch. So, Entschuldigung für das kleine Geraschel jetzt im Hintergrund. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen und knall mir erstmal die extra starken Fisherman's Friend rein. Ist so eine Angewohnheit von mir, wenn ich die Packung aufkriege. Blöde Packung. Jo. So, was könnte ich sonst noch erwähnen bei der Mission? Ja, die Medaillenmission ist hier auch wieder ziemlich tricky. Die weiß ich nicht, ob ich die schaffen werde, machen werde. Die Medaillen sind mir eigentlich meistens ziemlich schnuppe. Ich interessiere mich dann hauptsächlich für die Hauptmission und storyrelevante Sachen. So, dann können wir eigentlich fast schon loslegen. Ich schicke schon mal die Pioniere nach vorne, während wir gucken, was das hier jetzt bringt. Wir sind jetzt gerade aktuell bei 203 Punkten. Wenn das hier fertig ist, in hoffentlich ein paar Sekunden, dann können wir ja mal gucken, wie viel wir dann haben. Bam, 232. Einfach mal 30 Punkte dazu bekommen. Da sage ich nicht nein. So. Es wird Zeit, dass wir da rausgehen und kämpfen. Sehe ich genauso. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit dem Calliope nochmal eine Runde reinholzen. Man sieht auch, der hat einen ziemlich großen Streuradius. Was so gegen Infanterie ja super ist, weil, wie man sieht, man trifft dann doch ab und an mal was. Schaltet sogar ab und an mal was aus. So, dann fangen wir an zu reparieren. Jetzt wird spannend, Jungs, Mädels, Zuschauers. Die Reparatur der Brücke hat begonnen. So, zwei Trupps Pioniere reparieren natürlich wesentlich schneller als nur ein Trupp. Das ist so eine kleine logische Konsequenz, weil sechs Arme einfach mehr sind als drei. Sechs Paar Arme, sorry, verdammt. Sechs Arme, drei Arme. Drei Arme, das würde ich gerne mal sehen. Naja, eher nicht. Ist für den Betreffenden wahrscheinlich nicht so richtig schön, deswegen sollte ich mir Witze darüber verkneifen. So, 50% Hammer. Entschuldigt manchmal meinen geistigen Durchfall, aber kommt doch mal vor. Zum Sturm auf die Stadt bereit machen. Ja, das ist ein guter Punkt, zum Sturm auf die Stadt bereit machen. Ich rüste jetzt gerade noch, habe jetzt gerade noch einen Trupp Ranger mit einem Panzerabwehrgewehr ausgerüstet. Jetzt werde ich den ersten Vorstoß mit meinen Panzern machen. Weil die einfach ein bisschen mehr aushalten. Die Airborne Ranger sind natürlich auf der Karte jetzt wirklich, also die sind generell super. Einfach dadurch, dass man überall Nachschub, Verstärkung abwerfen kann. So. So, wie man sieht, das obere Geschütz, das obere MG feuert jetzt in die Richtung. Das vordere MG feuert auch in die Richtung, weil wir in die Richtung gedreht sind. Und das Hauptgeschütz hat jetzt in die Richtung geschossen. Wie man sieht, die holzen schon ordentlich rein, die Panzer. Finde ich auch super so. So, Feuer frei bitte auf den feindlichen Puma.
So, hier haben wir jetzt ein leichtes Problem. Da ist ein MG drin. Das wird uns jetzt die Truppen reihenweise festnageln. Interessiert mich aber jetzt nicht wirklich, weil auf der anderen Seite meine Panzer stehen und da auch noch reinholzen. So, was möchte ich als nächstes? Panzerabwehrgeschütz abwerfen zu können, ist sicher auch nicht schlecht. So. Gruppe 2 bitte hier reinwerfen, schießen. Gruppe 1, irgendein Trupp, der noch nicht festgenagelt ist. Ja, zu spät. Naja. So, dann nehme ich jetzt Gruppe 1 und sammle hier mal noch so die zusätzlichen Ressourcen ein. Ist immer recht praktisch, wenn man mehr Ressourcen hat, als man eigentlich haben würde. Deswegen bietet sich das immer an, diese Kisten hier aufzuheben. Wie ihr vielleicht schon in vorherigen Missionen bemerkt habt, ich bin nicht so der Typ, der MGs oder Mörser vom Boden aufhebt, es sei denn, es sind die Portablen. Ansonsten lasse ich das eigentlich meistens, weil ich keinen Bock habe, meine 6er-Trupps dazu abzustellen, dass 3 Trupps irgendwie irgendeinen doofen Mörser mit sich rumschleifen. Der bringt meistens eh nicht so viel, wie wenn so ein 6er-Trupp vollständig ist und mit den Panzerabwehrgewehren reinholzt. Insofern bin ich nicht so der Freund davon. Allerdings diese transportablen Sachen, die meine Truppen nicht zerreißen, die hebe ich gerne auf. Also sprich Panzerfäuste, MGs. So, dann bauen wir direkt einen Beobachtungsposten drauf. Wenn meine Panzer da mal ihre voluminösen Hintern wegfahren. So, wieder Einsatzbesprechung. Die Able Company kontrolliert nun Saint-Fromont. Die Aufklärung meldet starke Truppenbewegungen in diesem Gebiet. Außerdem wurden hier Raketenbatterien gesichtet. Der Gegenangriff der 38. Grenadierdivision kann jeden Moment erfolgen. Der Platz darf nicht in die Hände des Feindes fallen. Auch wenn uns das einiges abverlangen wird, wir werden sie aufhalten. Dieser Brückenkopf ist für unseren Vormarsch von größter Bedeutung. Gut. Dann habe ich euch ja schon vorgewarnt. Ich werde... Oh ne, wir müssen ihn auch 30 Minuten halten. Die Deutschen werden eine Gegenoffensive einleiten. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie den Platz zurückerobern. Wir halten die Stellung, Männer. Wir müssen auf dem Platz Verteidigungsstellungen errichten. Jawohl. Ja, das mache ich gleich. Und errichtet Panzerfall. MGs in den verbleibenden Gebäuden in Stellung gehen. Alle in der Nähe gelegenen strategisch wichtigen Positionen sichern. So. Schickt einen Scharfschützen hoch in den Kirchturm. Ich stelle immer so ungern Scharfschützen in den Kirchturm, weil sie da einfach entdeckt werden und ein gutes Ziel abgeben. Ich werde jetzt allerdings meine Pioniere holen und werde, wie ich schon vorgewarnt habe, meine Befestigungsorgies starten. Wie ging nochmal Kamera drehen? Genau, Alt gedrückt halten und dann die Maus bewegen, so kann man die Kamera drehen. Als kleinen Tipp. So kann man halt besser sehen, ob man die Sachen auch anständig baut. Wir haben einen Bauauftrag. So, ich habe euch ja schon vorgewarnt, deswegen muss ich dazu kein weiteres Wort mehr verlieren. So, dann baue ich hier noch zu, denke ich. Ja, wobei, nee, ich glaube, ich lasse da offen und mache die Seite lieber zu. Weil wenn sie frontal kommen, ist mir das eigentlich fast lieber. So. Bis sie das gebaut haben, ja, wobei, ich meine, es erfolgen trotzdem immer noch Angriffe. Deswegen ist es ja eigentlich nicht langweilig. Ansonsten würde ich sagen, beende ich das Video einfach kurz. Aber, ja. Ich meine, ich habe sicher irgendwas zu labern, zu erzählen. So, dann möchte ich in diese Richtung einem Genest. In diese Richtung einem Genest. In diese Richtung einem Genest. In diese Richtung einem Genest und in diese Richtung einem Genest. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert, weil sieht man gleich. So, ich nehme jetzt mal meine Panzer.
glaube ich. Und fahre hier mal ein bisschen Unruhe stiften. Oder? Nee, noch nicht. Ist noch zu früh. So, meine Pioniere bauen fleißig. Das freut mich. Die haben jetzt hier schon überall Panzersperren gebaut. Um die Kamera wieder in die Ausgangsposition auszurichten. Einfach zweimal die Rücktaste drücken. Ja, wie man sieht, die legen schon los mit dem Generve. Ich glaube, ich lasse meine Airborne Ranger auf dem Dorfplatz und rücke mit den Panzern zurück und versuche das zu halten. Ja. Die Panzer lohnen sich auf jeden Fall. Die haben gerade den Infanterietrupp mit zwei Schüssen zerhagelt. Aber wir haben einen Motorschaden, soll ich das hören? Nee. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, das war's. Tschüssikowski. So. Die Pioniere sind jetzt bereits hier drüben am Bauen. Geht auch doch ziemlich schnell. Stelle ich die Panzer mal hier hin. Und dann habe ich hoffentlich bald hier zu. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Ja, so wie es aussieht, sobald ein feindlicher Panzer über die Panzersperren fährt, auch selbst wenn sie noch nicht gebaut sind, verschwinden die, beziehungsweise wenn sie nicht gebaut sind. So. Ich glaube, der Scharfschütze hier oben drin lohnt sich. Da müssen wir nichts dran ändern. So, jetzt sind schon fast 5 Minuten um. Und das Einzige, was jetzt kam, war ein Puma und ein Infanterietrupp. Und hier oben noch ein Infanterietrupp, der hier durchgeschlichen ist. War jetzt nicht so grandios. Ihr werdet denken, wo ist jetzt hier die Schwierigkeit? Ich hoffe auch, die fängt jetzt dann bald an. Damit man einfach sieht, dass ich nicht vollkommen blöd bin. Ja, wobei die meisten, die das Spiel kennen, die werden es wahrscheinlich eh wissen. Crowdjagd-Saison. Wow. Flammenwerfer. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt noch Nachschubabwurf. Genau. Und dann möchte ich hier drüben genau die Pack hier ausschalten. Einfach damit ich nachher mit meinen Panzern nicht aus Versehen reinfahre oder so. So, wie man sieht, hat die Pack hier zwei Balken. Der obere ist die Gesundheit der Besatzung und der untere silberne war die Gesundheit bzw. die Haltbarkeit der Pack an sich. Also, es teilt sich also auf zwischen den zwei Sachen. Ja, schön brav von da oben gekommen. So, das war's mit dem. Da haben wir einen Nachschublastwagen, weiß ich jetzt nicht so ganz. So. Wir haben jetzt nämlich auch einen dieser netten ferngesteuerten Dingsies. Wow, bitte nicht hier hochgehen, bitte nicht hier hochgehen, bitte nicht hier hochgehen. Bitte nicht hier hochgehen. Boah, Gott sei Dank. Das reißt einem nämlich ein ziemliches Loch in die Verteidigung, wenn die Teile hier losgehen. Ich würde die gern für was anderes nutzen. Ich werde dann gleich zeigen, wofür. So, noch ein Goliath erhalten. Bitte auch hier hinstellen. Ich glaube, einen Pioniertrupp kann ich jetzt mal dazu abstellen, hier ein vorgelagertes HQ hinzubauen. Ist, glaube ich, ganz nützlich. So, dann ist mein Bonbon jetzt auch fertig. Ich hoffe, ich habe nicht geschmatzt oder sonst irgendwas Ekliges. So, Gruppe 1, bitte hier einen Beobachtungsposten drauf, also alias Nupsi, wie ich es immer gerne nenne. Feuer. Boom. Yes. So.
Dann sperren wir hier die Straße einfach mal so ein bisschen provisorisch mit unseren Panzern ab. Wir haben wieder einen Goliath erhalten. Sehr gut. Hoffen wir einfach mal, dass die auch ein bisschen halten. Genau, hier wollte ich ein vorgelagertes HQ bauen, beziehungsweise halt so Baracken verbessern, wie es heißt. What? Oh shit. Jetzt geht's los. So, das ist der Grund, warum die Mission so wirklich, wirklich, wirklich gemein ist. Man wird nämlich andauernd... Scheiße, wo ist der Ton hin? Shit, wo ist der Ton hin? Toller Fehler. Sehr schöner Unsere Fehler. Position ist unter Raketenbeschuss. Hebel Company, Raketenbatterien ausschalten. Genau, ihr. Ihr solltet doch eigentlich hier noch einen MG-Nest bauen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Die Verbesserungen an unserem Hauptquartier wurden abgebrochen. Danach bitte ganz dringend die Panzer reparieren, die brauche ich nämlich. Die Pioniere werde ich direkt wieder mit einem Mann ausrüsten. So, jetzt bin ich mal gespannt. 0 von 3 Nebelwerfer. Soweit ich mich noch erinnern kann, steht einer hier. Da werden wir direkt mit den Airborns hinrücken. Ja, meine Schwester hat mir gerade erklärt, dass ein Bekannter von uns beiden Geburtstag hat. Ah, da oben haben wir einen. Sehr gut. Wie lange braucht denn ihr hier noch zum Einnehmen? Zieht die Köpfe ein! Raketenbeschuss! So, einmal hier hinrücken, einmal hier hinrücken und einmal hier hinrücken. So, wie man sieht, die zerhageln uns jetzt gerade unsere Pioniere. Und die Goliaths haben sie auch zerschossen. Ja, shit. Naja, nicht so tragisch. Mich wird es jetzt gerade mehr stören, wenn sie mir die MG-Nester noch ein Raketenwerfer ausschalten würden. Die 47 Luftangriff steht zur Verfügung. Scheiße, um die muss ich mich mal ein bisschen kümmern. Airborne Ranger Verstärkung ist auf dem Weg. Gute Arbeit. Haltet sie auf. Na komm schon. Wie wäre es, wenn ihr das MG-Nest hier ein bisschen ausschaltet? Die Reserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeladen. Wir verlieren gleich einen. So, hier haben die haben ja noch so eine nette Fähigkeit, die werde ich jetzt auch mal nutzen. Na los. Granate. Also die ziehen hier alle Register gerade. Ja, der hat gesessen. Dann hole ich mir direkt neue Fallschirmjäger. Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeleitet. Raketenbatterie ausgeschaltet. So, sehr gut. Da fehlen aber allerdings immer noch welche. Das ist meine Gruppe 3. Da. Okay, ich wollte hier noch eine Panzersperre hinbauen, damit die hier nicht durchschlüpfen können. Das machen die nämlich gerne mal bei solchen Lücken. Jo, sehe ich auch so. Dann möchte ich... Scheiße, ich kann nicht über eine Schnelltaste die Teile hier haben. Bevölkerungslimit erreicht. Man sieht, ich stoße hier auf lauter Probleme. So, und dann rückt ihr jetzt bitte alle zusammen hier vor. Gruppe 3, scheiße, 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 scheiße. Panzer reparieren, sehr schnell bitte. Ach, Gott sei Dank treffen die nicht. So, das MG-Nest ist natürlich mal wieder in die richtige Richtung ausgerichtet. Hier Granate rein, los geht's. Alle ab, werfen. Puff, puff, puff. Sehr schön.
Dann bitte noch Eindruck. Auf. Ja, vergiss es. Ja, ich hab doch gesagt, vergiss es. Meine Güte. Die hören aber auch einfach nicht auf mich. So, da haben wir jetzt ein MG-Nest stehen. Das heißt, die sollten eigentlich festgenagelt werden. Tun sie auch. Super. Freut mich direkt. Der Scharfschütze feuert wohl scheinbar tatsächlich bis hier rüber, soweit ich gerade gehört habe. Das hat nämlich gerade gemacht. So, und dann rückt ihr bitte hier rüber. Und zwar genau bis hier hin. Einfach um hier mal so ein bisschen die Nebelwerfer auszuschalten. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Infanteriereserve in Marsch. Fallschirmjäger. Verstärkung wird eingeleitet. Naja, egal, nicht so tragisch. So, das war's mit dem. Blöde Arsch. So, dann möchte ich jetzt möglichst, tunlichst den Nebelwerfer ausschalten, bevor... Jetzt zeige ich euch noch was. Oder aber auch nicht, weil mein Flugzeug abgeschossen wurde. Da hinten ist noch die Mission für die Medaille. Das Ding hier. Ausschalten. So, bitte hier eine Granate hin. Lauft. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt vermeiden, dass das Ding nochmal feuern kann. Naja, lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. So, hier sieht man es auch wieder, die strukturelle Energiehaltbarkeit geht meistens durch Infanterie ohne Panzerfäuste oder sowas nicht so schnell kaputt. Während die... Meine Güte. Während die Truppen recht schnell belastet sind. Also ich glaube, noch beschissener geht's nicht. Da war ich jetzt ein bisschen arg abgelenkt, sorry, weil hier passieren jetzt gerade wieder tausende Sachen auf einmal. Hier kommen nämlich jede Menge Panzer gerade lang. Wie man sieht. Die meine Panzer jetzt flankieren. Lauft, 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 Ranger. Bitte nehmt eure Beine in die Hände. Mann, ich brauche hier jetzt dringend Truppen. Gruppe 3 repariert meine Panzer. Sehr gut. Also meine Pioniere. Mal gucken, ob ich es vielleicht schräg schaffe. Ja, das Flugzeug kommt durch. Also vielleicht schaffe ich es noch bis dahin. Hey, wir haben am Rand der Stadt ein verdammtes Hauptquartier errichtet. Das Hauptquartier der 38. Grenadierdivision liegt nahe der Stadtgrenze. So, die zerschießen mir hier jetzt gerade schön meine MG-Nester. Das möchte ich unterbinden. Scharfschütze ist ausgeschaltet. Verdammt. Der hat mir so gute Dienste getan. So, Gruppe 3. Reparieren. Ja, da lohnt es sich nicht wirklich, eine Granate noch reinzuwerfen. Mal gucken, dass wir hier die Panzer und die Nervtrupps noch ausschalten. Dann möchte ich... Nein, das möchte ich nicht hier bauen. Ich möchte dringendst noch einen Trupp Pioniere haben, weil meine Panzer ansonsten nämlich ziemlich schnell den Geist aufgeben. Gott sei Dank haben wir jetzt die Nebelwerfer ausgeschalten. Die sind nämlich wirklich, wirklich stressend. Weil die mir den Dorfplatz ansonsten nämlich komplett zerlegen. Ja, Etter, Jungs. Schießen, treffen. Danke, sehr gut. So ist schön. Wenn ihr das gut macht, dann werdet ihr auch gelobt. So, Gruppe 3, bitte die Panzer wieder reparieren. Und Gruppe 1, bitte hier die Panzer ausschalten. Meine Güte, ist das stressig. Alles auf einmal, also wenn man noch einer sagen, Krieg ist leicht.
Das ist es sicher nicht. Ach, der hat einen Motorschaden. Hm. Scheinbar hat der eine Calliope, der eine Puma davor draufgeschossen. So, rein theoretisch könnte ich jetzt die letzten 12 Minuten noch dazu nutzen, hier durchzulatschen. Warum nicht? Ich wüsste gerade keinen Grund, die Nebelwerfer sind ausgeschalten. Das heißt, meine Pioniere sollte ich im Normalfall jetzt nicht mehr verlieren. Dann werde ich hier noch ein MG-Listing bauen und hier noch. Hier noch. Und hier noch. Wir haben schon bald wieder die volle Stärke. So, mal gucken, was wir hier alles ausgeschaltet bekommen. Ein Panzer. Ein Infanterietrupp hoffentlich auch noch. Dann stocken wir mal unsere Truppen auf. Jawohl, hier Fallschirmjäger! Das klang jetzt gerade irgendwie so nach MG. Habe ich ein MG aufgesammelt? Nein, die da haben, glaube ich, ein MG. Aber wieso werden meine Truppen dann nicht festgenagelt? Komisch. Naja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir die auch gleich ausgeschalten. Dann versuche ich jetzt doch mal so ein bisschen ambitious, wie ich bin, in den 11 Minuten, die uns noch verbleiben, nach vorne zu rücken und das Hauptquartier auszuschalten. Wird wahrscheinlich nichts. Ich werde wahrscheinlich sämtliche Airborns, die ich habe, ausschalten, verlieren. Aber naja. So, hier haben wir jetzt einen garstigen kleinen Infanterietrupp. Und noch einen. Um den werden wir uns direkt mal kümmern. Oh. Gott sei Dank gerade noch rechtzeitig ausgewichen. Ja, hier sieht es doch mal gar nicht so übel aus. Verstärkung wird eingeleitet. Ja, mit dem Flammenwerfer gegen Metall zu kämpfen ist schon unglaublich helle. Ja, jetzt habt ihr es bald, oder nicht? Bitte immer auf automatische Waffen ziehen. Was ist denn daran so schwer? Danke. So, jetzt könnt ihr die Pack ausschalten. Pack ist ein Panzerabwehrgewehr, eine Panzerabwehrkanone und keine Infanterieabwehrkanone. Deswegen ist es eigentlich sinnvoller, die zuerst auszuschalten, wenn da noch Sachen gegen Infanterie stehen und man mit Infanterie angreift. Ist so ein bisschen schwer begreiflich für die KI, aber naja, kann man nichts machen. So, dann gucken wir nochmal, die Flaks hier, die werden mich wahrscheinlich unglaublich zerhageln. Es sei denn, ich lenke sie ab. Bewegung, meine Damen! Sie haben schon bald wieder die volle Stärke. Ja, doch, sie zerhageln mich trotzdem. So, die Flak ist im Einen. So, und jetzt sieht man es, es ist ziemlich wichtig, immer einen hohen Arbeitskraft, eine hohe Arbeitskraftzufuhr zu haben mit Airborns, weil man die ja doch die ganze Zeit aufstocken muss. Ah, passt doch, läuft doch. Ja, man merkt doch den Unterschied zwischen schwer und normal. So, schaltet den bitte noch schnell aus. Danke, dann rückt ihr bitte geschlossen vor. Oh. Ja, das ist hier sehr gut verteidigt. Ist klar, ist ja auch ein Hauptquartier. Das würde ich auch nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen lassen. Ist alles nur logisch. So, in der Stadt sieht's gut aus. Ansonsten, ich gucke nämlich gerade schon die ganze Zeit auf die Minimap. Ansonsten würde ich da schon eingreifen, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, mit meinen Airborne Rangern die Medaillenmission zu schaffen. Dann ist das Ganze noch erfolgreicher, als es ohnehin schon ist. So, bam! Jetzt schalten wir gerade noch die restlichen Gebäude aus. Wo wir gerade schon dabei sind.
und senden Airborne Ranger verstärkt. Die Eagles gegen Schmidt, die Hufe! Ranger, der Tod kommt von oben! Ranger, greift an! Ja, also es ist gerade wirklich Gold wert, dass ich so hohe Arbeitskraftzufuhr habe. Weil die mir hier nämlich konsequent ausgeschalten werden. Die hier bitte deine Granate rein. So. Ich muss eigentlich viel häufiger mit Granaten arbeiten. Das ist ansonsten nämlich echt total sinnlos. Aber wie man sieht, so in einem großen Trupp sind die Airborne Ranger echt gut, richtig gut. Also ich spiele die gerade im Multiplayer auch öfter, weil sie echt Spaß machen. Dadurch, dass sie halt schnell irgendeine Unterstützung bilden können für Verbündete. So. Was ist da noch ein Panzer? Ausschalten bitte, bevor der mir hier sämtliche Truppen so handelt. Verstärkung wird eingeleitet. Ist eh gleich hinüber. Also gleich ist es ein bisschen übertrieben, aber... Doch, gleich war nicht übertrieben. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt steht hier eine Stuck. So, Feuer frei. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, nicht wirklich. Ja, wobei. Ihr seid die Elite. Der Calliope hat sich ja definitiv schon mal bezahlt gemacht. Ah, bin ich jetzt glücklich, dass die Mission endlich geschafft ist. Also ich bin mal so frech und nehme einfach schon mal 5 Minuten vorweg, dass wir das geschafft haben. Oh, Mörser. Mörser sagt mir jetzt gar nicht zu. Ja, ich glaube, dieses eine scheiß Gebäude da. Da gebe ich jetzt gerade mal einen feuchten Kehricht drauf. Dann kümmere mich lieber um die Sache. Wow, das war ein Volltreffer. Würde ich mal sagen. Na los, konzentriert euch bitte auf ein Gebäude und schaltet das dann aus. Kann nicht so schwer sein. Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeladen. Haltet die Linien, die geben bald auf. Yep. Das tun sie. Nicht nachgeben, Able Company. Die Deutschen ziehen sich zurück. Conti, ich will eine Liste mit den Namen der Toten und Verwundeten. Melden Sie dem Hauptquartier, dass der Brückenkopf gesichert ist. Auftrag erfüllt. So. Ja, aber es ist doch, läuft doch gut. Mission erfüllt, ne? Bam. Wollte gerade sagen, läuft doch gut. So, wir haben sämtliche Sachen freigeschalten. Ist jetzt auch nicht verwunderlich auf normal. Tut mir echt leid, dass ich das umstellen musste, aber ich war jetzt die letzten 4 Mal, wo ich das gestartet habe, echt total abgefuckt. Dass ich das nicht auf Anhieb schaffe. Und ich wollte jetzt einfach vorankommen. Ich bin da jetzt schon seit einer Woche dran. Versuche da irgendwie jeden Abend mal so ein bisschen voranzukommen. Und krieg's gerade nicht gebacken. Und da ich ja im Real Life auch noch einiges zu tun habe, gerade im Moment, möchte ich hier jetzt dann doch so schnell wie möglich durchkommen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal für die Mission. Die haben wir ja jetzt doch ganz gut geschafft. Und sag mal wieder, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, kommentiert schön fleißig. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare, was euch am liebsten wäre, was ich verbessere. Ansonsten würde ich schon mal sagen, ich freue mich auf die nächste Mission. Die werden wir, denke ich, wahrscheinlich auch auf leicht spielen. Auf normal spielen. Ich werde jetzt eine kurze Pause machen. Und dann denke ich, in 5 bis 10 Minuten mache ich weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.